So, hallo YouTube, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal um Ark gehen, genauer gesagt die neue offizielle Map Ark Fjordur. Und ich möchte euch heute alles zu den Rock Drakes zeigen. Alles, was ihr wissen müsst, dass ihr euch die in wenigen Stunden erspielen könnt. Die meisten von euch wissen sicherlich, die Rock Drakes zähmt man nicht normal durch Knockout oder Passive Tame. Man muss die Eier aus den Nestern stehlen und dann sozusagen die Eier selber großziehen und ausbrüten. So, dafür brauchen wir jetzt aber erstmal ein paar Vorbereitungen. Denn wir sind hier auf Fjordur, wir haben hier die Hauptmap und drei Unterkarten. Und wir müssen auf die Unterkarte Asgard gehen, um dort in einem Aberration-Gebiet in einer Rockdrake-Höhle die Eier zu entführen. Aber dafür brauchen wir jetzt, wie gesagt, erstmal ein paar Schritte zuvor. Denn dort herrscht Radioaktivität. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Schutzanzug, diesen Hazard- oder Gefahrenanzug. Und hier brauchen wir dann eben erstmal einige Ressourcen, außer normalen Ressourcen wie Fasern, Kristall, Leder und Poly, brauchen wir nämlich noch blaue Edelsteine und Gas. Zudem wollen wir natürlich die Rockdrakes reiten, wenn wir sie dann ausgebrütet und großgezogen haben. Deswegen brauchen wir einen Rockdrake-Sattel. Den bekommt ihr erst relativ spät im Spiel, auf einem sehr hohen Level. Und er kostet ganz normale Sachen wie 125 Metall, Leder und Fasern. Ihr braucht aber auch 85 rote Edelsteine, die wir auch als Aberration-Ressource nicht so einfach bekommen. Zudem brauchen wir, wenn wir die Rockdrakes erstmal ausgebrütet haben, dazu später mehr, nochmal eine spezielle Ressource, um die anderen auch groß zu ziehen. Weil wir können sie nämlich nicht, wie der Rex, der hier im Hintergrund steht, einfach mit rohem Fleisch groß ziehen. Wir brauchen Nameless Gift. Und wir sind dann auch schon beim ersten Ort. Ich bin jetzt hier gerade mal im Flugmodus, um das Ganze besser zu zeigen. Wir sind hier bei ca. 57 Latitude und 85 Longitude. Rechts unten auf der oberen großen Landmasse auf Fjordur. Wir sehen hier die Umgebung und hier auch relativ gut den Eingang, der durch diese großen Kristalle gekennzeichnet ist. Und hier sind wir in der Aberration Cave. Und wir bekommen hier drei von den vier Ressourcen, die wir brauchen. Nämlich genauer gesagt alles bis auf das Gas. Nämlich sehen wir am Eingang direkt hier solche blauen Kristalle. Wenn wir da mit der Spitzhacke draufhauen, bekommen wir blaue Edelsteine. Ganz einfach, ich habe leicht erhöhte Einstellungen. Ihr kriegt vielleicht ein bisschen weniger, wenn ihr auf normalen Einstellungen spielt. Beachtet das bitte. Genau, und dann können wir hier durch diese Cave durch. Wir sehen hier weiter diese blauen Kristalle, also genug blaue Edelsteine hier vorne auch. Und dann ist hier so eine Art Rundgang. Hier sind aber auch böse Kreaturen, also Karkinos, Karnos, Ravager und Rockdrake selber. Aber ganz wichtig, hier gibt es natürlich nicht die Rockdrake-Eier. Ihr könnt hier nur aggressive, wilde Rockdrakes töten. Genau. Wir gehen hier jetzt weiter, weiter, weiter. Diesen Rundgang entlang. Dann kommen wir jetzt zu diesem Wasserfall, wo auch das Megapithecus Boss-Terminal ist. Und hier hinter der kleinen Klippe sehen wir rote Kristalle. Hier kriegen wir, rote Edelsteine. Und dann hat sie auch noch weitere Spots, nämlich hier hinter dem Wasserfall. Und auf jeden Fall mindestens noch einen dritten Spot hier weiter hinten. Da haben wir schon zwei der Ressourcen für den Sattel und eine Ressource für den Anzug. Jetzt gibt es hier aber auch noch diese braunen Steine. Die sind nicht so oft, ihr müsst da echt ein bisschen Ausschau halten. Aber hier zum Beispiel zwei. Und von diesen bekommen wir, wenn wir mit der Spitzhacke ebenfalls draufhauen, Nameless Gift. Natürlich müsst ihr hier mehrmals hinkommen, weil ihr natürlich erstmal die beiden Edelsteine holt. Dann geht ihr mit dem Schutzanzug zu den Rockdrake-Eiern, holt euch Eier und die brütet ihr dann aus. Und erst dann braucht ihr natürlich das Nameless Gift, um die Dinger natürlich auch groß zu ziehen. Und das läuft natürlich ab, deswegen lohnt es sich dann natürlich erst später hier nochmal zurückzukommen, um sich dieses Gift zu holen, um dann groß zu ziehen. Der zweite Ort ist nun relativ weit unten links auf der unteren linken großen Tundra- und Eislandmasse. Auf der normalen Fjordur-Map bei ca. 8321 hier über diesem großen, signifikanten zentralen See haben wir einen großen Eingang und gehen erstmal in eine riesige Cave rein. Wir haben erstmal dieses Lava-Biom, wo wir auch durch müssen. Dann immer weiter hier runter. Auch durch diesen Pfeilerraum müssen wir komplett durch. Immer weiter und dann kommen wir rechts um die Ecke rum, kommen jetzt hier zu einer schmaleren Brücke und von der
von der Seite, wo wir jetzt hier kommen, ist hier unten ein Aberration-Gebiet. Darum geht es aber nicht, denn ihr seht hier vorne vielleicht etwas schimmern. Hier vorne ist ein kleiner Durchgang. Aber erstmal sind wir ja in der Höhle. Wenn ihr die Einstellungen nicht ändert, können wir hier nicht fliegen. Deswegen würde ich empfehlen, hier mit Grappling Hooks und Fallschirmen zu arbeiten. Die solltet ihr auf jeden Fall mitgenommen haben, wenn ihr hier runterkommt. Dann grappelt ihr euch hier wunderbar rüber erstmal, nachdem gut funktioniert. Und dann kommen wir hier zu einem Durchgang und dann sind wir hier in einem neuen Aberration-Gebiet, was auch ganz cool ist. Und direkt hier vorne, müssen gar nicht weit gehen, hier sind ja wenige gefährliche Kreaturen, nur ein paar Seeker, Titanboas und Skorpione. Und dann kommen wir hier zu einem Gaslammer. Meinen habe ich jetzt hier zum Beispiel schon aufgestellt. Hier ist eine Gas Vein, ein Gasvorkommen. Da stellen wir den Gaslammer drauf. Ganz wichtig ist, den Gaslander bekommen wir schon bei Level 40. Wir brauchen ein paar normale Ressourcen, aber auch rote Edelsteine. Das heißt, ihr müsst diesen Gaslander mit den roten Edelsteinen herstellen, die ihr zuvor aus der Aberration Cave schon geholt habt. Da stellt ihr den hier auf. Ihr sammelt für euch relativ langsam Gas. Und das Gas, was dann gefördert wird, könnt ihr von Zeit zu Zeit mitnehmen. Und dann gehen wir hier hin zum nächsten Ort. Wir holen nämlich jetzt endlich die Eier. Wir sind hier bei 40,57,8. Relativ weit zentral auf der oberen Landmasse von Fjordo. Und hier ist so ein großes Tor. Da gehen wir rein, kommen in so eine Höhle rein. Hier ist nichts Böses. Hier ist nur der Portalraum, um in die drei Unterwelten zu teleportieren. Wir müssen zur Zentralen, nach Asgard. Hier das gelbe Portal. Einfach das Inventar vom Terminal öffnen. Doppelklick drauf auf PC. Und mal tun wir wie bei einem Bosskampf hier in 30 Sekunden rüber teleportieren und kommen. So, wir sind jetzt auf Asgard nach 30 Sekunden gespawnt. Und sind wir hier bei Asgard bei 26,27 unter dem Obelisken bei unserem Terminal. Und die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen ein Aberration-Gebiet finden mit Rocktrack-Eiern. Aber es gibt zuerst mal, es gibt zwei hier vorne bei diesem, erkennbaren Skelett gibt es eine, da wollen wir aber nicht hin, wir wollen nicht Richtung Westen, sondern in die entgegengesetzte östliche Richtung, da fliegen wir jetzt auch mal rüber. Ich bin natürlich jetzt im Cheat-Modus, ihr müsst natürlich hier rüber laufen, denn Asgard zählt als Höhle, wir können keine Flyer benutzen. Dann gehen wir hier weiter, ihr seht ja die Koordinaten ungefähr und den Weg. Und dann kommen wir hier ins Aberration-Gebiet. Müssen wir relativ weit unten zu diesem See und kommen dann hier zu einem Höhleneingang. Also ziemlich genau bei 41,49 auf Asgard liegt. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Wir haben hier auch wieder ein Ladeleck kurz. Und hinter dieser Ecke erwartet uns dann die Radioaktivität. Das heißt, wir ziehen uns unseren Schutzanzug komplett an. Wenn ihr alle fünf Teile anhabt, kommt hier unten das Symbol, dass ihr den anhabt und gegen Strahlung geschützt seid. Also jetzt rein hier. Ihr seht jetzt auch das Radiation-Symbol, das jetzt hier alles ist. Dieser Alpha-Raptor ist hier normalerweise nicht unten. Ich habe das Video schon mal aufgenommen, fehlerhaft. Und deswegen habe ich ihn hier nach unten gezogen, also den trifft ihr normalerweise hier unten nicht an. Dann sind wir jetzt hier bei den Rocktrack-Nestern. Ihr seht, hier sind jetzt eigentlich überall diese Nester. Hier vorne rechts ist direkt einer, sogar Level 180. Nehmt am besten einen starken Rex hier mit dem ihr die Rocktrack-Eltern besiegen könnt. Denn wenn ihr ein Ei hier nehmt, dann werden alle aggressiv auf euch. Die wollen ihre Eier zurückhaben, logischerweise. Und dann müsst ihr die mit einem starken Kampf-Dino besiegen. Ihr seht, hier sind wirklich einige Nester. Hier liegen auch ein paar Eier auf dem Boden rum. Das ist auch nicht normal. Das ist auch von mir gemacht, als ich das letzte Mal hier schon dieses Video aufgenommen habe. Also davon nicht beirren lassen. Die sind hier alle in den Nestern drin. Und die gibt es schon bis zu 10, 12 Nester. Das heißt, ihr werdet hier auf jeden Fall fündig werden. Und wieder raus aus der Höhle. Und dann solltet ihr die Eier ausbrüten. Die Rocktracks haben eine sehr hohe Anforderung bezüglich des Klimas bei der Brut, bei dem Brutakt. Deswegen solltet ihr, so wie ich hier, mindestens so 15, 16 Klimaanlagen aufstellen, damit die Rocktrack-Eier
angemessene Temperaturen haben, dann legt ihr einfach das Ei in die Mitte und ihr seht dann ja an der Anzeige beim Ei, ob da zu heiß oder zu kalt steht oder ob das Ei ausbrütet. Dann brütet ihr das Ei einfach aus. Ihr braucht natürlich noch einen Stromgenerator und eine Steckdose, damit eure Klimaanlagen überhaupt an sind und das überhaupt funktioniert. Versteht sich von selbst. Und dann müsst ihr das Baby großziehen. Dazu könnt ihr dann eben nochmal in die Aberration Cave, die ich am Anfang des Videos gezeigt habe, dort euch das Nameless Gift holen und das dann ins Inventar von den Rockdecks machen. Ihr könnt das nicht in den Kühlschrank machen, damit es länger hält. Am besten einfach in den Tierinventar machen, damit es ein bisschen länger hält. Und dann den Babys geben. Und dann habt ihr eure eigenen Rockdrakes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr es gut oder hilfreich fandet, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung dalassen. Und auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr neue Videos nicht verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.